Oh ja, meine Freunde, da ist er endlich, der Gameplay-Trailer zu Season 6, beziehungsweise worauf natürlich alle gewartet haben, endlich mal richtiges, in Anführungsstrichen, Gameplay-Footage. Jetzt können wir endlich mal 5 Tage vor Beginn der Season 6 einen richtigen Blick auf die neue Karte werfen, auch wenn dieser Blick nicht besonders viele Überraschungen in sich birgt. Es ist schon eine Karte, wie man es eigentlich erwartet hat oder wie die Vorhersagen auch waren. Ich sag mal kurz, Fans von Operation Metro oder Locker werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Für mich tendiert der Vibe von der Karte aber eher in Richtung Operation Locker von Battlefield 4, so der Aufbau ist doch irgendwie ähnlich. In einer geleakten Map-Übersicht von einem gewissen Lost Aiming habe ich auch gesehen, die ist definitiv sehr linear aufgebaut. Das heißt, wir haben diese beiden Biodomes, die halt aussehen, als wäre man draußen in der Mitte, und links und rechts daneben sind jeweils die Labors bzw. Gänge, die man so im Gameplay-Footage sieht. Das heißt, wenn man so quasi von links nach rechts durch die Karte läuft, ändert sich der Vibe doch erheblich. Man kommt ja quasi ins Freie, das heißt, da wird man dann ein bisschen mehr Platz haben und in den jeweiligen Spawns bzw. Gimme-Flags von den beiden Teams wird es dann etwas enger zugehen. Also für mein Empfinden wird wahrscheinlich der Großteil der Kämpfe in diesen beiden Biodomes stattfinden, wo halt so ein bisschen mehr Platz ist. In Modi wie Durchbruch oder Rush oder ähnlichem muss man dann mal sehen, wie sich das Ganze spielt in den engeren Passagen. Ist auf jeden Fall da, sehr klaustrophobisch, sehr eng, wie man das eben aus diesen älteren Infanterie-Only-Karten kennt. Denn das ist jetzt auch definitiv bestätigt, auch wenn viele, inklusive mir, das ja schon lange vermutet haben, die Karte ist Infanterie-Only, es gibt keine Fahrzeuge. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Riesenfan von, allerdings kommt es auch darauf an, wie das Ganze gemacht ist. Das kann schon sehr schön und sehr spaßig sein, wobei, wenn das Ganze zu spammy wird, ich sag nur Wald der Argonen, eine sehr gute Karte, aber an den Chokepoints war der Granatenspam doch schon mal sehr krass. Und wenn ich jetzt so an SPH Granatenlauncher denke oder Ranger Drohnen bzw. Boris Turrets, könnte das Ganze vielleicht ein bisschen spammy werden. Da müssen wir dann sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt, weil erstmal wird es auf jeden Fall einen Hype geben und die Leute werden das feiern, dass es jetzt endlich in Battlefield 2042 eine reine Infanteriekarte gibt. Und dann, wenn der Hype abgeflaut ist, wird sich zeigen, ob die Karte halt langfristig gerne gespielt wird oder halt eben nicht. Mit diesem Gameplay-Trailer wurden natürlich auch Battle-Pässe, neue Waffen und Gadgets und so weiter angekündigt. Damit hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass es keine Supersoldaten geben wird in dem Sinne, sondern dass diese Kollegen, die wir gesehen haben in beiden Trailern mit den leuchtenden Ringen in den Augen, tatsächlich nur in Anführungsstrichen Skins sind. Und der eine vermeintliche Anführer aus dem Reveal-Trailer auch kein neuer Spezialist ist, sondern tatsächlich McKay. Für die, die es interessiert, die Karte heißt übrigens Geheim oder im Original Redacted, spielt in einer entdeckten, geheimen, unterirdischen Anlage in Schottland, wie gesagt, auf engem Raum mit engen Korridoren und klaustrophobischem Infanterie-Gameplay. Kommen wir mal zu den neuen Dingen, die es neben der Karte in Season 6 dann geben wird. Als erstes bekommen wir neue Gadgets, neue alte Gadgets muss man sagen, denn es sind werfbare Ammo bzw. Medic Pouches. Man kennt das schon aus früheren Teilen, man konnte entweder eine Ammo- oder Medic-Kiste mitnehmen oder halt die kleinen Pakete, die man den Leuten auch zuwerfen kann. Kann in diesem hektischen Infanterie-Gameplay schon praktisch sein, auf jeden Fall gibt's die jetzt neu dann in Season 6. So, das zweite, auf das natürlich viele gewartet haben, inklusive mir, sind endlich mal neue Waffen, die nicht aus dem Tresor geholt wurden. Mit anderen Worten, keine Vault Weapons. Wir bekommen ein neues Sturmgewehr, das VHX-D3. Da hatte ich ja in dem Reveal-Trailer auch schon vermutet, dass das eine neue Waffe sein wird, die wir bekommen werden. So war es dann auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Waffe natürlich gut zu der neuen Karte passen wird. Das heißt, vielleicht ähnlich wie die GEW 46 ein bisschen mehr auf Nahdistanz bis Mitteldistanz ausgelegt ist und nicht so wie eine SCAR zum Beispiel eher auf ein bisschen weitere Entfernung. Dann bekommen wir eine neue Seitenwaffe, L9CZ. Also eine Pistole. Da wird sich auch zeigen, ob die Knarre die G57 übertrumpfen kann in Sachen Secondary. Und zum Schluss gibt es noch eine neue DMR, die G428. DMRs ja ein bisschen sehr wenig benutzt in Battlefield 2042 nach meinem Gefühl. Die SVK findet man schon mal. Die DM7 wird eher weniger benutzt. Vielleicht ist das ja eine Waffe, die auch ein bisschen besser ist in Close Range bzw. in der Mitteldistanz und deswegen dann gepickt werden könnte.
Noch ein Geheimnis wurde gelüftet. Am Ende des Reveal-Trailers gab es ja so einen Drohnenarm mit einem Propeller dran. Das ist tatsächlich ein neues Fahrzeug, was wir bekommen. Ein neues Transportfahrzeug für Battlefield 2042. Ein zweisitziges Drohnenmotorrad. Das heißt, man kann sich zu zweit damit fortbewegen. Ein Fahrer, ein Passagier, der auch gleichzeitig schießen kann, logischerweise. Und da erwarte ich auf jeden Fall so einige Memes. Zum Beispiel ganz klassisch C5-Buggy mit dem Teil und dann damit in einen Helikopter krachen. Das ist was, was ich auf jeden Fall als erstes probieren werde, glaube ich. So wie es aussieht, wird man dieses Fahrzeug aber nicht auf der neuen Karte spielen können, denn sogar der Showcase im Trailer passiert halt auf einer anderen Karte. Noch ein Indiz dafür, wenn man den überhaupt braucht, dass es keine Fahrzeuge geben wird auf der neuen Karte. Eine Sache, die jetzt nichts mit dem Gameplay-Trailer direkt zu tun hat, wohl aber mit Season 6 bzw. mit dem Update 6.0. Änderungen am Recoil. Vor allem bei Waffen mit hoher Feuerrate war es ja so, dass man gemerkt hat, dass sich das Crosshair beim Feuern oder auch beim Bursten schon super schnell und super weit von der Mitte des Bildschirms entfernt hat. Dadurch fühlt sich das Gunplay und die Recoil-Control halt super unkonstant und schwierig an. Das wird jetzt endlich mit diesem Update gefixt. Man sieht es auch in dem kleinen Video, was sie da gepostet haben. Nach dem Update wird das Crosshair beim Bursten sehr viel genauer in der Mitte des Bildschirms bleiben, wodurch sich das Gunplay dann hoffentlich mal endlich ein bisschen genauer und snappier anfühlt, als es bis jetzt ist. So, dann kommen wir zum Battle Pass. Da gibt es nämlich auch eine kleine Neuigkeit. Da geht es eher um die Einteilung von den Tierstufen. Es gibt nämlich mittlerweile 4 Einteilungen. Einmal gibt es den kostenlosen Battle Pass mit 30 Battle Pass Belohnungen, die man freischalten kann. Natürlich die neuen Waffen und die Gadgets. Außerdem kostenlose Skins und so weiter. Stufe 2 ist dann der Premium Battle Pass. Da bekommt man 20% saisonalen XP-Boost, kann logischerweise auch alle kostenlosen Battle Pass-Belohnungen freischalten, aber bekommt auch 70 Premium Battle Pass-Belohnungen, die man erspielen kann. Inklusive XP-Booster, bis zu 1300 Battlefield Coins, 6 legendäre Skins und schaltet sofort alle Level 0 Objekte der Season 6 frei. Das ist zum Beispiel der Ex-Machina-Skin von McKay, den ich erst für den Anführer der Supersoldaten gehalten habe. Stufe 3 wäre dann das Überholspur-Pack, so wie es hier heißt. Da bekommt man auch 20% saisonalen XP-Boost, 30 kostenlose und 70 Premium-Battle-Pass-Belohnungen, die man freispielen kann. XP-Booster, 1306 legendäre Skins plus alle Level-0-Objekte. Also im Prinzip ist das einfach nur ein Battle-Pass-Premium, aber man überspringt 20 Battle-Pass-Ränge instant. Neu ist dann die 4. Stufe, Battle Pass Ultimate Pack heißt es. Das ist der ultimative Weg, um Season 6 zu beginnen. Also im Endeffekt ist es das Content Creator Pack, damit man möglichst schnell über neue Waffen etc. Videos machen kann. Neben allen Inhalten des Premium Battle Passes, wie 100 Stufen, freischaltbare Inhalte, 1300 Battlefield Coins, beschleunigt das Battle Pass Ultimate Pack deine Fortschritte mit 20 Rangüberschritten. Ferner gewährt es das exklusive Verehrt Outfit für Falk und einen Skin für das neue Sturmgewehr. Das ist auch das einzige Pack, was man anscheinend nicht mit Battlefield Coins bezahlen kann, sondern mit Echtgeld kaufen muss. Die Leute wollen halt ihren Content bezahlt haben. Deswegen wurde das wahrscheinlich eingeführt, würde ich sagen. Ist der ein gutes Recht? Muss man ja nicht kaufen. Dann gibt es da noch überraschenderweise doch einen Hinweis auf einen Halloween-Event, der da kommt, à la COD vielleicht. Der junge Zane macht da eine Kiste auf und in einer roboterartigen Zombie-Stimme sagt da irgendwas. We are reborn. Also doch irgendwas Zombie-mäßiges. Vielleicht AI-Zombies, irgendwie so ein Event. Könnte vielleicht was zu tun haben mit diesen ganzen Prothesen, die wir da so rumliegen, gesehen haben in dem Trailer, wovon aber noch keiner so richtig weiß, wofür die eigentlich waren. Alles in allem ein gelungener Trailer, da wissen sie halt, wie man es macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Karte, wie spammy es wird. Wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Die 5000 Abos sind nicht mehr weit, also ballert auf den Abo-Button. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin, tschüss!